Ja, moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen glatten, gespannten und leckeren Video. Mein Name ist King Morteezy und das ist Sneaker Talk. Im heutigen Video zeige ich euch meine teuersten Sneaker, wirklich die allerteuersten, die ich besitze. Ich werde euch nicht sagen, wie viel ich dafür gezahlt habe, weil ich finde, das gehört einfach nicht im Internet so. Man muss jetzt nicht damit angeben oder irgendwelche Zahlen nennen, weiß ich meine, ich lasse es einfach so stehen. Was ich mache ist, ich werde euch die aktuellen Marktwerte der Schuhe nennen. Das ist okay, das kann ich gerne machen, weil das könnt ihr auch selber nachschauen, aber da du gerade zuschaust, nenne ich gleich dann die Preise auch. Das Video dient auf keinen Fall dazu, vor euch irgendwie zu braggen, zu pushen, anzugeben, dass ich D&D Schuhe habe, damit, dass ich das und das für ausgegeben habe. Nein, ich habe nicht ansatzweise so viel ausgegeben, wie die Schuhe aktuell kosten. Niemals. Ich habe Kollegen, ich habe auch Sneaker-Gruppen, so, wo ich drin bin und dann tauscht man sich eben die Preise aus oder tradet die Schuhe. So. Deswegen würde ich niemals so viel zahlen für einen Schuh, aber ich zeige es euch einfach mal, wie viel die kosten. Schaut euch das Video gerne bis zum Schluss an. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ganz viele Likes und auch über Kommentare freuen. Instagram, Snapchat, nicht vergessen wie immer, ne? Das ist immer dieselbe Soße, Freunde. Instagram, Snapchat, @KingMorteezy. Lange Rede jetzt und gar keinen Sinn. Viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, Schuh Nummer 1. Da ich ja bekanntlich sehr viele Jordan besitze, ist es wohl am logischsten, wenn ich mit einem Jordan 1 anfange. Und aktuell einer meiner teuersten Schuhe sind die Jordan 1 Not For Resale und das ist der Varsity Red. Das ist der rote davon. Es gibt ja zwei. Es gibt einmal den roten und einmal den gelben Not For Resale. Das ist ein ganz, ganz, ganz geschmeidiger Schuh auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt genau erkennen könnt, aber hier ganz geschmeidig Not For Resale könnt ihr dann sehen. Hier no Photos. Ne? Keine Fotos sind erlaubt, aber ich mache ja ein Video, deswegen ist es ja absolut erlaubt. Richtig entspannter Schuh. Ich habe den gewonnen. Ich habe den nicht gekauft. Ich habe den bei Kicks gewonnen. Ich habe zuvor noch nie einen Schuh gewonnen. Ich habe noch nie eingetragen. Ich habe es oft bei der Nike Sneakers App versucht, aber ich habe es nie gepackt, nie gewonnen, nie kam was raus. Immer nur ein L kassieren. Deswegen dachte ich mir, okay, weißt du was? Ich verliere sowieso. Ich trage mich jetzt einfach mal ein bei Kicks. Vielleicht gewinne ich ja dann. Ich war auf der Arbeit. Ich habe mich eingetragen. 10 Minuten später bekomme ich eine E-Mail von Kicks. Da siehst du so Michael Jordan, hält so einen Pokal fest und ich denke mir so, hä? Wieso Jordan? Ich lese so genau, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich so, wow. Das war absolut vogelwild, das war ein geisteskrankes Gefühl. Das war einfach nur nice, einfach mal was zu gewinnen. Und dann kriegst du so einen Schuh, das ist einfach nur vogelwild gewesen. Der gelbe davon ist viel, viel teurer, weil es den nicht so oft gibt. Der ist mega selten. Ich habe Preise gesehen zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Also ich weiß auch gar nicht, wie man das finanzieren soll, aber das ist wirklich 2.000 bis 5.000 Euro wert. Der hier ist vom Preis gesunken. Der lag zwischenzeitlich mal bei 1.000 Euro, 1.500 Euro sogar zum Teil. Ganz am Anfang so, aber jetzt habe ich gerade nachgeschaut und der liegt jetzt gerade in meiner Größe. Ich gehe jetzt von den StockX-Preisen aus, ne? Also ich gehe jetzt nicht vom Flight Club aus, weil Flight Club ist auch eine eigene Seite mit Schuhen, wo man auch Schuhen kaufen kann. Das ist auch so wie StockX, aber die Preise dort sind etwas unrealistisch, deswegen gehe ich mal von den StockX-Preisen aus. Die sind da auch sehr, sehr ekelhaft, aber naja, ne? Gehen wir mal von den deutschen Preisen aus. Die Größe US9 ist bei 850 Euro. Das ist schon echt geisteskrank, aber 850 Euro wert, kann man haben. Mein nächster Schuh ist ein knackiger Winterschuh, perfekt für den Winter. Auch wenn wir den Winter höchstwahrscheinlich zu Hause verbringen werden, habe ich mir trotzdem einen Winterschuh gegönnt und das ist der Nike Fear of God, Freunde. Das ist ein knackiger Schuh, wirklich ein schwerer Schuh, ein auch sehr schwieriger Schuh zum Laufen auf jeden Fall, sehr, sehr schöner, aber auch etwas schwer zu kombinieren, weil es einfach ein Boot ist. Ne? Trotzdem ist es ein sehr knackiger Schuh, ich habe den wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe den Schuh von einem Sneakerhead, der hat mir einen sehr, sehr knackigen Preis gemacht, einfach weil er mich schon kannte und scheinbar meine Videos auch gefeiert hat, deswegen Shoutout an dich, Bro. Der hat mir einen sehr knackigen Preis gemacht, deswegen konnte ich da einfach nicht nein sagen. Deswegen habe ich mir den Schuh auf jeden Fall gegönnt. Den gibt es ja in 6 verschiedenen Farben. Einmal Oatmeal, Light Bone, Orange Pearls, Frosted, der gelbe, Triple Black und meiner halt. Ne, es gibt 7 verschiedene Farben und das hier ist definitiv der teuerste. Und in meiner Größe US9 leben wir aktuell bei 826 Euro. Eine halbe Größe größer kostet 1108 Euro. Auch da muss man sagen, es ist sehr, sehr teuer. Auch wenn es unter 1000 ist, sind es trotzdem 826 Euro, Freunde. Das ist unfassbar. Das sind zum Teil 3 Monatsmieten oder 2 Monatsmieten. Das ist wirklich geisteskrank. Ne, ich habe wirklich weit drunter gezahlt, Gott sei Dank. Aber ja, das ist definitiv einer meiner teuersten Schuhe. Der nächste Schuh ist ein Sneaker, aber auch etwas edel, ne? Ein ziemlich edler Sneaker. Ich meine, zu besonderen Anlässen kann ich nicht immer Jordans anziehen oder Vans oder Air Force. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall den Dior B23 gegönnt und zwar den weißen. Ich habe mir den weißen geholt, weil der OG ist zwar echt nice,
Aber das ist langsam so eine Farbe so oder so eine Colorway, die einfach jeder trägt. Wenn er Dior kaufen will, kauft er sich eben diese OG-Farbe. Da ich sehr gern ab und zu auch mal weiße Schuhe trage, habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, heb ein bisschen von den anderen OGs ab und hol dir den auf jeden Fall. Den Preis zu diesen Schuhen musst du jetzt nicht bei StockX nachschauen. Der kostet ziemlich genau 880 Euro, also 900 Euro kostet der Schuh. Da kann man aber auch nicht irgendwie diskutieren und sagen, hey, mach mal Preis billiger, es geht nicht. Solche Schuhe darf man nicht für zu teuer verkaufen, vor allem nicht teurer, als sie eigentlich gekostet haben oder eigentlich kosten. Warum? Weil du einfach zu Dior gehen kannst und die für billiger bestellen kannst. Das heißt, wenn ich den Schuh jetzt für 1000 Euro reinstelle, ne, lachst du ins Fäustchen und bestellst die lieber Dior für 88 und hast damit 120 Euro gespart. Wir reden hier immer noch von einem 900 Euro Schuh, Freunde. Deswegen, bevor ihr solche Schuhe holt, ne, überlegt euch das wirklich. Also kauft solche Schuhe nicht, weil ich sie habe, weil dein Lieblingsrapper oder Influencer sie hat. Guckt erstmal auf euren Bankaccount, ob das auch wirklich reinpasst in euer System. Macht eure Schule, Ausbildung und dann, wenn ihr meint, okay, ihr habt ein paar Nüsse übrig, dann könnt ihr solche Schuhe kaufen. Sonst macht es wirklich gar keinen Sinn, so viel Geld auszugeben und dann steht der Schuh wie bei mir jetzt einfach nur im Regal. Ne? Aber trotzdem bin ich sehr, sehr stolz, diesen Schuh zu tragen und auch zu haben. Ich wollte den Schuh schon immer haben. Wirklich einfach mal, dass ich mich auch mal elegant anziehen kann. Selbst wenn ich mich nicht elegant anziehe, passt es trotzdem einfach zum Drip rein. Hier ist auf jeden Fall ein Foto, wie ich sie kombiniere. Habe. Schaut auf jeden Fall nice aus, könnt ihr mal auf Instagram nachschauen und lasst mir gerne ein Likechen da. Der nächste Schuh ist auf jeden Fall for this life I cannot change. Ey. Ich habe natürlich auch einen Travis Scott da. Shoutout an meinem Bruder Noeezy, ne, dass er mir die zur Verfügung gestellt hat. Hier habe ich den Travis Scott 1er High, Freunde, ne? Hier. Der Schuh ist ein absoluter Muss für alle Sneakerheads, vor allem die, die Deanna John einsammeln. Das ist ein absoluter Muss. Hier habe ich pinke Schnürsenkel innen. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe selber nicht, Freunde. Ich verstehe selber nicht, warum pinke Schnürsenkel zu diesem Schuh passen. Nirgendwo ist irgendwo pink, aber trotzdem schaut das nice aus. Deswegen habe ich da pinke Schnürsenkel drin. Das ist auf jeden Fall der Travis Scott Jordan 1, Freunde. Der Travis Scott Jordan 1 in meiner Schuhgröße liegt aktuell bei 1537 Euro, Freunde. Das ist wirklich nochmal geisteskrank. Das ist ein Führerschein, ne, was ihr hier hingibt, ne? Also wirklich, ich weiß auch gar nicht, ob diese Preise gerechtfertigt sind, also die schwanken immer zwischen 1,5 und 1, dann gibt es auch welche, die verkaufen die für 900, also das sind die, die Notverkauf machen, die verkaufen die für unter 1000 Euro. Der, so wie der ist gerade, und das ist eine, ja, sagen wir mal eine 8,5 von 10, kostet in der Kondition ca. 800 Euro. Das ist wirklich geisteskrank. Aber hier steht drinne neu, Deadstock, 1537 Euro. Das ist wirklich unfassbar, Freunde. Das ist einer auf jeden Fall meiner teuersten Schuhe. Und jetzt, Freunde, folgt das Finale. Genau jetzt kommt mein teuerster Schuh ever. Wirklich. Er ist erst neu zur Familie gestoßen. Den Schuh hatte ich davor noch gar nicht. Das ist mein absoluter Traumschuh und vor allem Traum-Jordan, Freunde. Das ist der Jordan 1 Off-White Chicago. Ja, Freunde, ihr habt richtig gesehen, dass der Jordan 1 Off-White Chicago, den ich hier gerade in meinen Händen ganz stolz halte und auch präsentiere. Ich bin unfassbar stolz, diesen Schuh zu haben. Das ist ein Schuh, was ich schon lange haben wollte. Ich habe es einfach nie geschafft, ich habe da keine Kontakte zu gehabt, ich wusste nicht, wo ich angreifen soll, wen ich anschreiben soll. Und jetzt habe ich den Schuh. Von allen drei Off-Whites finde ich den gleich wirklich am schönsten. Was heißt glaub, ich finde den schön einfach, weil es ein OG ist. Normalerweise ohne den ganzen Drum und Dran ist das ein Jordan 1 Chicago. Und mit der Hilfe von Mr. Off-White höchstpersönlich ist das jetzt ein wirklich Traumschuh. Das ist ein wirklicher Traumschuh, wirklich wow. Ich habe jetzt den Chicago da, den Off-White. Aber ich bin jetzt ziemlich hungrig geworden. Ich will jetzt den weißen Jordan 1 Off-White. Der ist auch wirklich unfassbar schön. Er ist aber auch sehr, sehr schwer zu finanzieren, sehr teuer. Deswegen, ich denke mal, ich muss einen Trade machen. Also Trade ist einfach, du gibst einen Schuh her und kriegst den anderen zurück. Oder du gibst einen Schuh und zahlst noch ein bisschen was drauf, dann kriegst du den Schuh. Ich denke mal, der einzige, was so ungefähr in der Preisklasse ist, denke ich mal, der Fear of God. Also den Fear of God will ich gern behalten, aber wenn es sein muss, dass ich den hergeben muss, damit ich den Off-White bekomme, dann mache ich es gerne. Presto will ich nicht hergeben, das brauche ich. Den Travis Scott genauso nicht, den Travis Scott auch nicht und mein Dior auch nicht. Deswegen, das Einzige, was ich da anbiete, ist, glaube ich, mein Fear of God. Aber das überlege ich mir wirklich 10-mal, weil der war wirklich schwer zu kriegen. Der aktuelle Preis auf dem Markt für die Größe US9
liegt bei 3.900 Euro. Vergleichsweise zu den anderen Größen, die es da gibt, ne, lesen wir hier so Preise wie 11.000 Euro, 10.000 Euro, 27.000 Euro. Oh mein Gott. US-12,5, 28.000 Euro. Ich weiß gar nicht, wie die das handhaben, dass sie einfach sagen, ja, ein Schuh kostet 30.000 Euro und der Schuh kostet nur 2.000 Euro. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber am Ende des Tages kann man sagen, kein Schuh auf der Welt, kein einziger Schuh, ist es wert, dass man den wirklich im fünfstelligen Bereich zahlt. Das ist auf keinen Fall wert. Und wer dann auch wirklich so dumm ist und einen Schuh zahlt, der über 10.000 Euro kostet, der muss echt zum Psychiater gehen, weil das ist nicht normal, ehrlich nicht. Das ist auch nicht normal, einen Schuh für 5.000 Euro auszugeben. Das ist nicht mal für 3.000, nicht mal 4.000. Das ist unnormal. Was heißt nicht mal? 4.000 Euro für einen Schuh? Geistes? Ich habe den Schuh auch nur einmal angezogen für ein Foto. Hier könnt ihr das sehen. Ne, auf Instagram habe ich das gepostet. Ging auch gut rum, weil die Leute diesen Stil eben gefeiert haben. Schnürsenkel habe ich auch noch frisch, noch nicht mal aufgemacht. Ich weiß auch gar nicht, welche Schnürsenkel ich drauf dann packen werde. Stand jetzt habe ich schwarze dran. Also richtig OG. Lass ich das auch erstmal so. Vielleicht macht dann irgendwann weiße. Ich glaube, mit weißen Schnürsenkel wird es auch richtig cool ausschauen. Ich denke mal nicht, dass ich einen grün und einen orange Schuh machen werde, weil das ist etwas zu krass Hypebeast. Also das muss jetzt nicht sein. Wenn, dann werde ich vielleicht einen Fuß orange machen oder einen Fuß grün. Aber nicht beide grün und orange. Das ist too much. Das will ich auf jeden Fall nicht. Der Schuh ist auffällig genug. Da muss ich jetzt nicht extra noch grüne und orange Schnürsenkel packen. So, Freunde, das wäre es gewesen mit dem glatten, geschmeidigen und leckeren Video aus meinem Zimmer, Freunde. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen interessiert. Hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. War ein recht informatives Video. Da wir jetzt wieder im Lockdown sind, Freunde, müssen wir wieder natürlich Videos von zu Hause machen. Wenn ihr irgendwas Besonderes sehen wollt, wie irgendwelche Pranks oder diese Teasy Games, was ich mit meinen Homies gespielt habe, schreibt das gerne unter den Kommentaren. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Schuhen habt, schreibt das auch gerne rein. Dann kann ich gerne ein Video für euch drehen. Bis wir wieder auf freiem Fuß sind und ich euch da wieder entertainen kann. Das wär's gewesen. Mein Name ist Kim Ortizi. Dankeschön für alles. Macht es gut. Peace.